Hi Katie, in Klammern. Kannst du das im Video vorlesen? Meine Damen und Herren und alle dazwischen. Ich würde jetzt sehr gerne meine Fanpost vorlesen. Und zwar jeden Brief, der mir jemals geschickt wurde. Habt ihr da Bock drauf? So, hier ist der Stapel. Eure Briefe hängen übrigens alle an meiner Pinnwand. Also es gibt keinen Brief, den ich wegschmeiße oder irgendwie, ja, in irgendeiner Box aufhebe, sondern ihr seid alle an meiner Pinnwand. Denn wenn ich mal nicht weiter weiß, wenn ich mal irgendwann aufgeben will, dann sehe ich diese Briefe und weiß, warum ich das alles mache. Würde mich nicht wundern, wenn ich in Tränen ausbreche zwischendurch. Aber es kann auch sein, dass ich komplett gefasst bin und ganz neutral diese Sachen vorlese. Ich habe Fanpost bekommen, aber ich habe auch Briefe von meinen Moderatoren bekommen. Und ich werde diese Briefe jetzt einfach unter der Fanpost irgendwie verstecken, damit ich quasi nicht jeden von euch direkt hintereinander vorlese, sondern damit es bunt gemischt ist und hier und da ein etwas emotionalerer Brief dazu kommt. Wir fangen mit einem hochaktuellen Brief an. Dieser Brief kam mit einem Paket und das war da drin. Ich find's wunderschön und das ist von einer Followerin, Maya heißt sie, oder Lemoncat hier auf Twitch, die mich auch wirklich immer unterstützt. So eine süße Maus. Hi Katie. Ich hoffe sehr, dass dir mein kleines Weihnachtsgeschenk für dich gefällt und du schöne Weihnachtstage mit deiner Familie und deinen Freunden hast. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem Bild. Du kennst es ja schon von Insta. Bleib so, wie du bist. Du bist toll. Mit deinen Streams und Videos bringst du mich immer zum Lachen. Auch wenn es mir mal schlecht geht. Ganz viel Liebe, Maya. Liebe Katie, es gibt ein paar Sachen, die man dir mal mitteilen. Ich finde dich echt toll, denn du bist einfach du selbst. So offen und ehrlich. Du hast ein echt gutes Ohr und hörst dir an, wie sich andere fühlen. Soeben hast du auch ein sehr gutes Auge. Deine offene Art kann man nur bewundern. Denn sie ist echt einzigartig. Nicht nur deine Art ist einzigartig, sondern auch du. Deine Videos auf TikTok, YouTube oder auch deine Instagram-Bilder oder auch deine Streams sind richtig witzig und toll. Es macht immer Spaß, es sich anzuschauen. Man sieht auch immer, dass du alles mit sehr viel Liebe machst. Du bist eine echt bewundernswerte Person. Egal, was andere sagen. Mach dein Ding und lass dich niemals unterkriegen. Niemals. Wir, deine Community und dein Team, stehen immer hinter dir, egal was kommt. Weiterhin wünsche ich dir Glück und viel Gesundheit. Pass auf dich auf, mach dein Ding. Mit freundlichen Grüßen, Sarah Marie. Zitat: Wer immer nur schwarz oder weiß denkt, wird nie einen Regenbogen sehen können. Love is love. Okay, den letzten Part habe ich hinzugefügt. Den Love is love Part. Aber mega schön. Dieses Zitat geht an alle Nazis. Raus an alle Nazis. Hallo Katie. Ich wollte dir danken für die Sticker. Meine Freundin wird von ihren Eltern und Geschwistern nicht akzeptiert. Deshalb helfe ich ihr so gut ich kann. Danke für deine Hilfe. Und hier ist ein Boot und ein Mond. Hey Katie, ich habe mich total über die Sticker gefreut. Ich finde dein Engagement sehr wichtig und toll. Es könnte von mir aus mehr Katies geben. Ich bin selbst auch erst vor kurzem auf dich aufmerksam geworden und folge dir jetzt, glaube ich, überall. Auch wenn ich nicht viel YouTube gucke, habe ich mir deine Videos angefangen anzuschauen. Das Video "The grass is not greener on the other side, the grass is greener under you" fand ich persönlich sehr stark. Du wirkst nicht nur sehr authentisch, du gibst auch das Gefühl, nicht alleine zu sein. Du bist so ein einzigartiger Mensch. Jedenfalls kommt es für mich so rüber. Und ich hoffe, dass du alles erreichst, wovon du träumst. Und wenn du dich mal wieder unmotiviert fühlst oder fragst, ob es sich lohnt oder es einen Sinn hat, du erreichst und inspirierst immer jemanden. Im Moment zum Beispiel mich. Aber vor allem, pass auf dich auf. Deine Natascha. Hallo liebe Katie, vielen Dank nochmal für die Sticker. Sie gefallen mir sehr. Ich habe das mit deiner OP mitbekommen. Ich wünsche dir gute Besserung. Ich freue mich schon auf deine nächsten Posts. Mit freundlichen Grüßen, Alexandra. PS, tut mir leid für die Rechtschreibfehler. Liebe Katie, vielen lieben Dank für das schöne Autogramm und die schönen Sticker. Ich habe mich sehr gefreut, als der Brief im Postkasten war.
Liebe Grüße, Vanessa. Hier ist ein Brief von mir selber. Ah. Hier ist von Nessie ein Foto, was sie ausgedruckt hat. Richtig cute. Liebe Katie, wir wünschen dir frohe Weihnachten. Wir glauben an dich und unterstützen dich, wo wir können, damit du deinen Traum leben kannst. Mach weiter so. Du schaffst das. Beste Schwägerin und Schwester. Ich liebe dich auch, Mausi. Liebe Katie, danke für deine tollen Livestreams und deine ganzen Mühe. Wer viel gibt, bekommt auch viel zurück. Du bist ein herzensguter Mensch. Ich habe dir ein bisschen was an Nervennahrung und kleine Teegrüße dazugelegt. Ich wünsche dir schöne und besinnliche Weihnachten. Bleib bitte so, wie du bist. Und natürlich auch gesund. Liebe Grüße, Gina. Die Gina folgt mir gar nicht mehr. Sie ist mir letztens entfolgt. Aber ich wünsche dir trotzdem liebe Grüße, Gina. Hi Katie in Klammern. Kannst du das im Video vorlesen? Ich wollte dir mit der Spende noch einen Brief schicken. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du so viele tolle Aktionen machst. Trotz, dass es dir oft nicht gut geht und es finanziell auch nicht sehr einfach ist, versuchst du alles, um anderen zu helfen, wo du nur kannst. Deine freundliche und sympathische Art schätze ich sehr. Ich liebe, dass du so offen mit LGBTQI+ und deiner Identität umgehst. Die Welt bräuchte mehr Menschen wie dich. Durch dich habe ich gelernt, sehr offen mit meiner Identität umzugehen. Ich habe es geschafft, mich als Transgender FTM zu akzeptieren. Ich finde dich sehr hübsch. Mit kurzen Haaren siehst du toll aus. Auch mit der Perücke siehst du mega aus. Ich mag es, dass du so selbstbewusst bist. Du bist für mich ein echt gutes Vorbild. Ich weiß, dass du viel Hate bekommst, aber die Hater sind dumm. Sie können sich mal an die eigene Nase fassen, bevor sie schreiben. Kümmere dich nicht darum, was Hater schreiben, sondern sehe das Positive. Du bist toll, wie du bist. Versuche es dir jeden Tag in den Spiegel zu sagen und bleibe so toll, wie du bist. Ich bin stolz auf dich. Danke, dass du immer dein Bestes gibst für deine Community, für sie da zu sein und sie in allen Wegen zu unterstützen. Du bist eine wundervolle Person. Lass dich nicht daran hindern, so wundervoll zu bleiben. Danke für alles, dein Alex. Und ich glaube, das bin ich. Die Zeichnungen sind aber nicht exakt die Zeichnungen von den Leuten, die die Briefe geschrieben haben, weil die Zeichnungen kleben überall an der Pinnwand und die Briefe stehen nicht unbedingt direkt neben dem, neben der Zeichnung. Liebe Katie, vielen Dank, dass du dir die Umstände wegen der Sticker gemacht hast. Zudem wollte ich auch mal Danke sagen. Danke, dass du vorliest, egal wie spät es ist. Danke, dass du uns zum Lachen bringst. Und danke, dass man, auch wenn der Tag mies war, ein Lächeln im Gesicht hat, wenn man dir zuhört. Und als letztes Dankeschön für alles, was du uns gibst, habe ich für dich einen kleinen Anhänger gemacht. Liebe Grüße, Dominik. Ich möchte mich mal vielmals für die schönen Worte bedanken. PS, Entschuldigung für die schlechte Schrift. Ich habe das unterwegs geschrieben. So, dann kann man es auch ganz lassen. Nein, Spaß, Spaß, alles gut. Hallo Katie, ich bin's Mathilde. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich feiere deinen Content richtig. Und die Aktion mit den Stickern ist richtig cool. Ich hoffe, dir gefällt das Bild. Mach weiter so. Liebe Grüße, Mathilde. Hallo Katie. Wenn dir jemand sagt, du seist falsch oder schlecht, du kannst nichts und bist nichts, dann sind das Menschen, die zu 100% in dich reinschauen können, ja. Mhm. Die zu 0% in dich reinschauen können. Die zu 100% nie akzeptieren, dass es Menschen gibt, die so wie sie sind. Dass sie so sind, wie sie sind. Wie sie leben, was sie mögen, wie sie sind und wo sie sind. Einfach wohl und glücklich fühlen, als anders zu sein oder sich zu verstellen. Solche Menschen sind bösartig und vernichtend einer Person gegenüber. Und solche Menschen verachte ich. Du bist, was du bist. Du bist wunderbar. Du bist sehr toll und einfühlsam. Du bist eine eigenständige Person. Du bist herzlich und auch sentimental. Du bist ehrgeizig und fleißig. Du bist ein besonderer Mensch mit so viel Gefühl. Du bist du. So wie du bist. Und genau das ist es, was zählt. Du! Und du bist gut so, wie du bist. Wir wollen dich alle nie anders haben. Lass die Hater haten, sie wissen es nicht besser. Grüße dich und drücke dich. Denise. Deine Mutter, Marina. Deine Mutter. Deine Mutter kennt mich gefühlt besser als meine eigene. Moin, vielen Dank für die Sticker.
Ich mag deine Videos. Ich finde dich sehr cool. Danke, dass du so vielen Menschen hilfst. Die Binder-Aktion finde ich mega super. Das wäre für mich die Lösung, wie ich an einen komme. Danke, danke. Ciao. Hi Katie, ich habe deinen Brief und die tollen Sticker erhalten. Danke dafür, XOXO. Ich erfolge deinen Lebensweg seit langem. Glaube an dich. Folge deinem Herzen. Sei mutig. Vertraue auf deine Stärken. Tanze im Regen. Genieße die kleinen Dinge. Und höre niemals auf zu träumen. PS, ich hoffe, es gefällt dir. Du und Marina passen super zusammen. Hi, I'm Jaden. I hope you liked it. Your content is great. And you are always yourself, so I thought I could send you something. Don't worry. The socks were never worn. Just bought them. I hope you have a nice day. Best wishes, Jaden. Hallo, meine Liebe. Hier, wie versprochen, der Jade-Roller mit etwas Wellness-Stoff dazu. Ich hoffe, es gefällt. Take your time and take a break. Manchmal. Liebe Grüße von Herzen, Jules. Liebe Katie, ich hoffe, du hattest einen angenehmen Start in das neue Jahr. Vielen Dank für die LGBTQ+-Sticker. Wie versprochen, schicke ich dir hier eine kleine Spende mit diesem Brief. Außerdem hoffe ich, dass dir die Zeichnung, ich habe versucht, mich an deinem Profilbild zu orientieren, und das Wasserfarbenbild gefällt. Mit lieben Grüßen, Janine. Hallo Katie, ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte und danke für die Autogrammkarte und für die Sticker. Meine kleine Schwester hat sich sehr darüber gefreut. Ich bewundere dich und durch dich habe ich mich getraut, mich zu outen, bei meiner Familie und meinen Freunden. Danke und liebe Grüße, Jay. Hallo Katie, ich bin ein 14-jähriges genderfluides Etwas, habe aber meistens die Pronomen she, they. Und ich kenne dich von TikTok. Du bist so ein krasses Vorbild für mich. Einfach deine Art. Und Selbstbewusstsein hätte ich auch gerne. Ich habe mir die Sticker gewünscht und du hast mir auch schon welche geschickt. Danke nochmal dafür. Du gibst dir so viel Mühe und verlangst nicht mal Geld, sondern bittest nur um eine kleine Spende. Danke, Casey, für deine Spende. Vielen lieben Dank. Da ich weiß, dass das nicht jeder zahlen kann oder wird, dachte ich, ich sende dir hier etwas. Ich hoffe, du freust dich. Viele liebe Grüße, Luca. Und dann habe ich da einen Sticker draufgeklebt und die Person hat auch noch Sticker draufgeklebt und ich habe gerade voll ins Mikrofon gerülpst, es tut mir leid. Und das hier ist ein Ticket, was ich bekommen habe bei meinem allerersten YouTube-Event. Liebe Katie, ich hoffe, ich kann mit dieser Kleinigkeit jemanden glücklich machen und ich hoffe auch, dass dir der Brief mit den Briefumschlägen und der Rest dich etwas unterstützen kann. Liebe Grüße, Alex. Hallo Katie, vielen Dank für die tollen LGBTQ-Sticker. Und da du dir immer so viel Mühe gibst, dachte ich, ich schicke dir eine kleine Spende. Ich bewundere dich wirklich, da du so selbstbewusst bist und niemals aufgibst. Ich hoffe, die Spende hilft ein bisschen. Viele Grüße, Luca. Ach, hier ist noch ein Brief in dem Brief. Aber ich glaube, das ist von jemand anderen. Ich habe den da irgendwie nur dran geklebt. Hallo liebe Katie, hier ist ein Paket für dich. Ich habe mir gedacht, ich schicke dir nicht nur einen Brief, sondern ein Paket. Öffne es bitte in einem Video. Oder in der Story. Liebe Grüße, Nike. Hi Katie, schon mal im Voraus danke für die Sticker. Ich wünsche dir noch viel Glück mit den Stickern und im Leben. Ich mag deinen Content. Und weiter so. PS, mag deinen Content. Mach weiter so. Zoe. Viel Glück mit den Stickern? Verstehe ich nicht. Hi Katie, ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Sticker. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, der Brief kommt noch zeitnah bei dir an. Auf jeden Fall danke für dein Vertrauen und alles Gute weiterhin. Liebe Grüße, Mia. Hi liebe Katie, danke für die Sticker. Hab mich riesig über die Sticker gefreut. Hab dich lieb, XO Layla. Liebe Katie, ich bin's, Eleni Jolie. Du hast mir Sticker und den Brief geschickt. Ich hab mich wirklich riesig gefreut. Ich wollte mich nochmals bedanken. Ich folge dir auf Instagram und auf Twitch. Ich liebe deine Fotos und Videos. Du bist eine total coole Person. Das ist schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich finde deinen Hund voll süß. Ich hatte ja ein kleines Comic über deinen Hund und dich gemacht. Hoffentlich hat es dir gefallen. Ich finde es auch cool, dass du ganz offen über LGBTQ+ bist. Bei uns an der Schule werden wir dafür geärgert. Aber das ist uns auch egal. Wir haben uns dran gewöhnt. Wenn du meine Schrift nicht so gut lesen kannst, tut es mir leid. Ich habe leider das Problem, dass ich schnell schreibe. Übrigens, wenn ihr schnell schreibt, dann denkt ihr schneller, als ihr schreiben könnt. Das heißt, ihr seid intelligent. Hast du eigentlich noch andere Tiere? Wir haben sehr viele Tiere. Insgesamt 19 Katzen. Aber manche werden vermittelt. 9 Hunde werden auch welche vermittelt. 7 Kaninchen. Wir haben einen Isländer und ein Kaltblut. Ich liebe Tiere. Später möchte ich eine Ausbildung als Tierpflegerin machen. Ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Grüße,
Eleni, Julie. Selbstbewusstsein kommt nicht von daher, immer richtig zu liegen, sondern daher, keine Angst zu haben, auch mal daneben zu liegen. Hi, ich wollte mich für die Sticker und die Karte bedanken. Ich finde, das ist eine mega schöne Aktion. Ich hoffe, die Briefmarken helfen dir weiter, damit du noch ganz vielen anderen eine Freude machen kannst. Bitte pass auf deine Gesundheit auf und mach dich nicht so fertig, wie ich es bei dir in der Story gesehen habe. Ganz liebe Grüße, Anni. Dieser Brief ist voll heftig. Ich weiß jetzt wieder, was das ist. Ich war mal in Finnland, in Turku. Ja, und da sollte jeder... Oh, das mache ich auch bei meinem nächsten Treffen. Wir schreiben uns... Jeder kriegt eine Postkarte. Ja, Mann. Wir müssen jetzt sofort Postkarten designen. Katie-Postkarten. Dann machen wir hier irgendwie so ein Katie-Bild drauf. Und schreiben, wie ich heiße. Und eine Rainbow-Flag und so. Und dann kriegt jeder so eine Postkarte... Schreibt seinen Namen oben drauf und dann gehen die alle rum. Und dann müssen wir über jede Person was Nettes draufschreiben. Katie. Immer super drauf und mega Haare. Ein, aus. Größeste, ich will dich strahlen sehen. Du bist eine richtig coole Person. Du bist eine richtig coole Schauspielpartnerin. Schön. Besonders toller Slam. Ich find's super, dass dir der Trip geholfen hat, dich selbst zu finden. Schön und lustig und immer gut gelaunt. Super Energiebündel. Danke fürs Tragen, du bist super. PS, das Impro-Theater mit dir war voll cool. Der Parkausflug mit der Gruppe war super. Du bist mega cool. Das Singen mit dir und deiner Gruppe war echt schön. Eine der schönsten Sängerinnen. Wenn du singst, gibst du ein Stück vom Himmel. Ich finde, du kannst gut Menschen einschätzen. Du kannst toll tanzen. Danke für das vertrauliche Gespräch. Du bist so fair. Zu allem. Das schätze ich sehr an dir. Du bist ein wunderschöner Mensch. Ich bin danke für die Gespräche miteinander. Vielen Dank für deine Gesellschaft. Du bist echt super sporty und einfach unglaublich toller Mensch. Danke für die tiefgründigen Gespräche. Du bist sportlich und sehr emotional. Träum vom Welpenparadies. Du bist ein richtig toller Mensch und ich mag dich sehr. Ich bin beeindruckt von dir. Keine Ahnung, wer diese ganzen Sachen geschrieben hat. Das ist so lange her. Meine liebe Kathi, wie soll ich anfangen? Mal überlegen. Ich bin seit diesem Jahr bei dir und werde dir gern beim Vorlesen zuhören. Das beruhigt mich sehr und ich kann gut einschlafen. Ich bereue es nicht, Admin zu sein, weil ich dich als Mensch mag und nie mehr missen will. Du bist eine großartige Hammerfrau. Ich mag deine Hilfsbereitschaft und dass du jeden glücklich machen willst. Das finde ich klasse, wie du alles hinbekommst. Ich weiß, oft ist es schwer, aber du schaffst das. Die Hater sind einfach nur neidisch, weil du deinen Weg gehst und dich nicht davon abbringen lässt. Das zeichnet dich aus. Du bist ein Rohdiamant, den ich schützen will. Ich habe dich sehr ins Herz geschlossen. Ich wollte den Brief schreiben, um zu sagen, wie dankbar ich dich bin und wie sehr ich dich mag. Oh, dieser Brief. Das ist so süß. Oh mein Gott, ich heule. 29.08.2016. Nee. Damit dir nichts passiert, liebe Katie. Auf immer und ewig, deine Mama. Von 29.08.2016 bis unendlich. Oh, wie süß will sie sein. Ich glaube, den Brief hat sie mir geschickt, als ich im Ausland war. Oder? Keine Ahnung. Vielen lieben Dank. Aber kommen wir mal mit was anderem. Diese Zeichnung, wie schön die einfach ist. Diese Zeichnung war auch in einem der Briefe. Das ist auch von einem Modelfoto abgezeichnet. Ey, ihr seid so talentiert, Mann. So viele talentierte Menschen. Hier ist auch noch eins. Okay, ich sehe ein bisschen aus wie ein Hamster oder wie ein Erdmännchen. Aber es liegt, glaube ich, an mir. Ich sehe halt einfach ein bisschen aus wie so ein Hamster. Aber trotzdem so schön. Mit sich selbst muss man täglich ganz besonders lieb sein. Schließlich teilt man sein ganzes Leben mit sich. Boah, wie ich am Zittern bin. Zitter nicht. Frohe Weihnachten, Katie. Das ist zwar keine Weihnachtskarte, aber die Message berührte mich sehr. So wie deine Arbeit auf Insta. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass du glücklich bist. Und das sind Transfarben in der Mütze. Ich möchte dir für deine Einladung danken. Ich feiere auf deiner Weihnachtsfeier Weihnachten. Ich bin so froh darüber, dich kennengelernt zu haben. Du bist ein wundervoller Mensch. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ich habe das noch nie einem Menschen nach dem ersten Treffen gesagt. Du bist etwas ganz Besonderes. Dein Justin.
Liebe Katie, vielen lieben Dank für die Sticker. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen, die hier drin sind. Das Geld ist dafür, dass du für andere auch Sticker machen kannst. Aber du kannst dir davon auch eine Kugel Eis holen. Während ich das Paket gerade packe, höre ich deinen Podcast. Er ist super cool. Liebe Grüße, Wilhelmina. Denk daran, du bist nicht perfekt, aber niemand ist das. Mach dir keinen Stress. Mach dich nicht kaputt. Ich werde weiter an dich glauben. Boah, wie alle einfach sagen, so, ich soll mal chillen und nicht so viel arbeiten und ich soll mich nicht kaputt machen. Oh, jetzt kommt wieder ein Brief von der Familie. Hallo Mausi. Sonnige Grüße aus dem wunderschönen Sardinien. Danke, dass du so toll und liebevoll auf unsere Kinder aufpasst. Wir lieben dich, Gianni und Marie. Manu. Hallo Katie. Als ich dich zum ersten Mal im Fernsehen beim perfekten Dinner gesehen habe, hätte ich niemals gedacht, mit so einer wundervollen und inspirierenden Person Kontakt zu haben. Mein gemeinsames Foto mit dir, welches wir während des CSDs in Düsseldorf gemacht haben, hängt mir über meinem Schreibtisch, um mir beim täglichen Vor- und Nachbereiten des Unterrichts immer eine schöne Erinnerung hervorzurufen, die mir Motivation gibt, meine Ziele und Träume zu verfolgen. Mit diesem Brief möchte ich dir ein bisschen deiner Energie, deiner Arbeit und deines Glaubens an eine bessere Welt zurückgeben. Da du in der vergangenen Zeit viel Hass und Wut innerhalb der sozialen Medien ausgesetzt warst, trotz deiner feindlichen Kommentare und Rückschläge in deinem Leben, stehst du jeden Tag aufs Neue auf, um vielen deiner Fans, die dank dir und deiner tollen Arbeit mehr Selbstbewusstsein erhalten, sich selbst zu akzeptieren, eine Inspiration und Motivation zu sein. Auch wenn der Hass und die Feindseligkeit sehr verletzend sind, gibst du vielen Regenbogenmenschen den Mut, zu ihrer Sexualität und Identität jenseits der heteronormativen Geschlechtermatrix zu stehen und sie auszuleben. Für diesen bemerkenswerten Beitrag, den du jeden Tag aufs Neue für deine Fans leistest, möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen. Danke für die vielen Stunden im Stream, bei denen wir uns dank deiner Stimme und den schönen Texten von dem alltäglichen Stress entspannen können. Ein großes Danke, dass du uns einen Safe Space gibst, in dem wir uns austauschen und gemeinsam Spaß haben können. Ein herzliches Dankeschön für deine ehrlichen und wichtigen Beiträge auf Social Media, die die LeserInnen zum Nachdenken anregen, sowie zur Sensibilisierung wichtiger Themen helfen. Ein persönliches Danke, dass ich auf Twitch deine Moderatorin sein darf. Die gemeinsamen Aktivitäten mit dir und den Mods machen mir viel Spaß und geben mir ein gutes Gefühl, einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten. Also Danielle, du hast echt ein gutes Vokabular, das muss man dir sagen. Echt schöne Worte, die du hier benutzt. Tolle, tolle Fachausdrücke. Für mich ist es wirklich eine Ehre, mit dir Kontakt zu haben. Mit diesen Worten möchte ich dir auch den Mut und die Zuversicht geben, die du uns und den vielen anderen Menschen täglich durch deine harte Arbeit gibst, an dich und deine Träume zu glauben. Mit vielen Schritten pro Tag wirst du irgendwann dein Ziel, ein erfolgreicher Schauspieler zu werden, mit Sicherheit erreichen. Obwohl es auch viele Tage gibt, in denen du das Gefühl hast, einen Rückschritt gemacht zu haben, darfst du niemals deine Erfolge vergessen, auf die du sehr stolz sein kannst und auch sein solltest. Beim perfekten Dinner hast du durch deine charmante und witzige Art einen lockeren, aber auch einen zu dir passenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen. Hierbei hast du auch vielen Kindern und Jugendlichen zeigen können, dass wir Regenbogenmenschen auch normale, liebenswerte Personen sind. Während deinen fast täglichen Streams und Posts in den sozialen Medien gibst du vielen Personen, zu denen auch gefühlt viele Jüngere gehören, einen Safe Space zum Austauschen, zum Entspannen oder einfach zum Zuhören. Für mich gehören deine Streams trotz diversen zeitlichen Komplikationen zu einem festen Ritual am Abend, mit dem ich den Tag abschließe. Auch deine Erlebnisse außerhalb der virtuellen Welt darfst du nie vergessen. Es ist wirklich beeindruckend, dass du für eine Zeit in Neuseeland gelebt hast. Die dort gemachten Erfahrungen sind sicherlich für dich sehr wertvoll. Und sicherlich findest du noch viel mehr an Erfolgen und Leistungen, auf die du persönlich stolz sein kannst. Gerne würde ich dich und Marina einmal zum gemeinsamen Frühstück oder zu einer ähnlichen Aktivität einladen,
um einer kleinen Runde abseits der großen Social-Media-Community dich und deine Vorstellungen des Lebens näher kennenzulernen, um dir auch im direkten Gespräch deine positiven Eigenschaften aufzuzeigen und zu stärken. Melde dich immer zu jeder Zeit, an jedem Tag, wenn du über irgendetwas reden möchtest. Ich nehme mir gerne die Zeit für dich und höre dir zu. Du bist niemals allein auf dieser Welt. Liebe Grüße und eine feste Umarmung. Danielle. Boah, Leute, wir sollten echt mal ein gemeinsames Frühstück organisieren. Aber jeder schickt mir einfach so, also so, wir machen einfach mal zusammen so ein Frühstücksbuffet. Jeder schickt mir eine Summe von XY, dann buche ich mal so ein Dinner oder ein Brunch. Und dann gehen wir alle zusammen frühstücken. Ja, dann würden die sich jeder halt offiziell anmelden bei mir. Dann gehen wir alle zusammen frühstücken. Hallo, liebe Katie. Wie fange ich an? Seitdem du bei dem perfekten Dinner mitgemacht hast, bin ich ein eingepriesener Fan von dir. Ich folge dir bereits auf Insta, Facebook, Twitch und TikTok. Hey, folg mir auf YouTube. Ich finde dich sehr sympathisch und süß. Ich schaue mir jegliche Beiträge an, die es von dir gibt. Mehrmals. Bis wieder neue kommen. Die sind echt cool. Vielleicht auch emotional. Seien es Fotos, Videos etc. Ich habe schon mehrere Fotos von dir in meiner Galerie und auf meinem Handy als Hintergrundbild. Besteht die Möglichkeit, deine Nummer zu bekommen? In deinen Streams, wo ich schon ein paar Mal war, bist du ruhig und gelassen. Ich hätte gerne ein Autogramm von dir und Sticker. Kannst du da mal nach Ravensburg kommen? Oder ins Schwabenland, also Bodensee? Du wirst nie laut oder gestresst, wegen den Hatern und so. Das freut mich sehr. Du bist echt eine ganz tolle Geschichtenerzählerin. Den Erlkönig musste ich auch mal auswendig lernen. Ich bin gar nicht gut darin. Ich war dann auch froh, als es vorbei war. Weil ich ziemlich schnell Dinge vergesse. Wann hast du Geburtstag? Was sind deine Hobbys? Hast du überhaupt Zeit dafür? Was hörst du für Musik? So, genug gequatscht. Ich freue mich auf deine Antwort. Hast du Lieblingsschnorten bei dir? Lieblingsknorken? Lieblingsnorfen? Wenn du willst, kannst du meinen Brief als Antwort auf Instagram hochladen. Schön, dass es dich gibt. In Liebe, dein allergrößter Fan Verena. Bitte denk auch daran, mal eine Pause zu machen. Auch wenn du dich dazu zwingen musst. Liebe Katie, danke, dass du uns die Sticker schickst. Das ist verdammt nett von dir. Wir finden es cool, dass du diese Streams machst, bei denen du Geschichten vorliest, bei denen man wirklich gut einschlafen kann. Wenn du die Geschichten vorliest, hast du eine so krass beruhigende Stimme, dass du selbst mir beim Einschlafen hilfst. Deine Videos sind verdammt aufbauend. Wenn wir down sind, wenn ich und er down sind, bauen uns deine Videos echt auf. Wir finden es krass, wie offen du mit dem Thema LGBTQ+ umgehst und wie du mit dem Hate umgehst und auch deine wahre Seite zeigst. Wir werden dich noch für eine lange Zeit unterstützen. Bleib so, wie du bist, denn du scheinst ein ganz toller Mensch zu sein. Deine Michelle und dein Nikolas. Hi, danke nochmal für die Sticker, die sind wirklich cool. Auch nochmal ein Lob an dich und deinen Content allgemein. Melinda, Leo. Hi Katie, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du mir eine Freude machst und mir auch Pride-Sticker schickst. Du bist eine super nette Person. Klar, wir kennen uns nicht persönlich, aber ich finde dich mega sympathisch. Damit ich dir auch etwas zurückgeben kann, hier eine kleine Spende für dich. Bleib so, wie du bist und lass dich von nichts und niemanden unterkriegen. Liebe Grüße, Jack Maus. Echt vielen lieben Dank für die Sticker und danke, dass du diese Aktion machst. Du inspirierst viele Menschen, die sich noch nicht sicher sind, wer sie sind. Ich hoffe, es geht dir trotzdem vielen Stress gut. Lass dich nicht unterkriegen, du bist toll, wie du bist. Danke für die lieben Worte. Guten Tag, Katharina. Oh mein Gott, fängt schon schrecklich an. Leute, nennt mich doch nicht Katharina. Ich heiße überall Katie. Ich habe noch nie gesagt, dass ich Katharina heiße. Nennt mich bitte nicht Katharina. Lasst es bitte sein. Please. Guten Tag, Katharina. Ich freue mich wahnsinnig auf die Sticker, die jetzt in den nächsten Tagen bei mir ankommen können. Finde die Aktion total toll. Ich bin mir sicher, dass du für viele ein tolles Vorbild bist. Bleib immer bitte ein toller Mensch, wie du es jetzt bist und lass dich von niemandem unterkriegen. Liebe Grüße, Fefe. Hi, Katie. Als kleines Dankeschön wollte ich dir etwas zurückschicken. Ich hoffe, du hast die Serie schon geschaut. Jedenfalls hoffe ich sehr, dass du dich freuen wirst. Ich habe mich über deine Sticker auch sehr gefreut. Da es bei mir nur rumliegt, will ich es dir schenken. Zudem werde ich bei manchen Menschen, die mir nahestehen, den Charlie genannt. Mein Insta kennst du ja schon. Alles Liebe und viel Glück wünscht dir Charlie. Jetzt wird's emotional, ja? Ein Spaß. Spaß, Mann. Dear Katie, eigentlich gibt es hierfür gar nicht genug Worte. Wie fange ich nur an? 14.10.2021. Durch Zufall in deinen Stream gestolpert und beim Vorlesen zugehört. Den Tag darauf beim Meditieren mitgemacht und ich war völlig baff, dass das funktioniert hatte. Und heute, ein Jahr später,
Verrückt, was alles passiert ist, oder? Höhen und Tiefen für beides. Höhen und Tiefen. Für beides bin ich dankbar. Ich habe gespürt, wie es ist, wenn man auf einmal akzeptiert wird und sein kann, wer und wie man ist. Wenn da jemand ist, der dir zuhört und mich auf Dinge hinweist, die ich selbst nicht sehen konnte. Danke für all die stundenlangen Telefonate. Danke, dass du so oft am Telefon geblieben bist, wenn ich nicht schlafen konnte oder wir einfach so lange, bis wir einschlafen konnten, geredet haben. Danke für jeden Moment mit dir, der, solange ich kein Alzheimer bekomme, immer eine wundervolle Erinnerung bleiben wird. Danke für jedes Lächeln, das du mir ins Gesicht zauberst. Danke fürs Finden und Zurückholen, wann immer ich mich verloren hatte. Danke, dass du dir jedes noch so kleines Detail über mich merkst. Danke, dass du zuhörst und immer da bist, selbst wenn es dir selber einmal nicht so gut geht. Danke, dass du diesen Idioten hier so schätzt. Danke für dich. Du erinnerst mich daran, wie wertvoll ich bin. Wie wertvoll wir alle sind. Du bist so ein unsagbar starker und liebenswerter Mensch. Nicht nur für mich, sondern auch für viele aus deiner Community. Für dein Team und jeden, der dich liebt. Du bist noch so viel mehr. Und ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, wie viel Gutes du mit deiner Art und deinen Taten bewirkst. Den ganzen Hate hast du nicht verdient. Und jeden, der nicht sieht oder dir schaden will, würde ich oft gerne zum Mond schießen. Sie sollen dir nicht wehtun. Weißt du, manchmal würde ich mir wünschen, sie würden dich so sehen, wie ich es tue. Denn dann würden sie diesen wunderbaren, hübschen und besonderen Menschen erkennen, der alles daran setzt, seine Träume zu verwirklichen, der für andere da ist und sich niemals aufgibt. Naja, für meine Träume gebe ich mich irgendwie schon auf. Du gibst mir und dem Team so viel. Auch wenn du dich oft selbst vergisst und mehr auf dich achten könntest, gibst du so viel. Als du in meinen Armen lagst und wen... Als du in meinen Armen lagst und wegen der Gruppe so traurig warst, hast du gesagt, dass du Angst hast, ich würde dich auch irgendwann hassen. Es gab da so ein Drama. Ich habe ja so LGBTQ-Plus. Ich habe ja so LGBTQ-Plus-Gruppen und es ist einfach komplett eskaliert. Und ich habe mich gefragt, warum. Und auf einmal haben mich alle gehasst und Gruppen gegen mich gemacht und sich gegen mich aufgestellt und Fake News über mich verbreitet. Und es ist einfach so eskaliert, dass sie mich anzeigen wollten wegen unterlassener Hilfeleistung, wegen einer Nachricht, die ich selber nicht mal gesehen habe. Und ja, wenn jemand schreibt, ich möchte mich umbringen, dann versuche ich zu helfen, dann schicke ich der Person Notfallrufnummern, wenn ich das sehe, wenn ich kann. Als du in meinen Armen lagst und wegen der Gruppe so traurig warst, hast du gesagt, dass du Angst hast, ich würde dich auch irgendwann hassen, aber nein. Meine Antwort war, wer oder was könnte mich schon dazu bringen? Und du hast gesagt, die Welt. Nicht einmal die, Katie. Du bist einer der Menschen, für die ich niemals Hass empfinden könnte. Du bist mir sehr wichtig und ich werde mein Bestes geben, immer für dich da zu sein. Und wenn du mich nachts um drei brauchst, ich fahr los. Du bist du und das liebe ich so an dir. Die tiefen Gespräche führen uns nahe sind oder du wieder einen Süßanfall hast, wo du random witzige Sachen sagst oder mich nicht mehr loslässt. Das ist von unbezahlbarem Wert. Genau wie du. Du bist Freude, Sicherheit und Zuflucht. Es tut mir leid, dass ich dir das irgendwie noch nicht zurückgeben konnte. Tut mir leid, dass du wegen mir geweint hast. Dieser Mensch kann unmöglich real sein. Das habe ich so oft gedacht. Aber das bist du. Und ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin. Auch für die Dinge, die ich hören musste. Für jeden Insider, jeden Kuss und jedes Lachen heulen. Ich glaube an dich und deinen Weg. Wo auch immer er hinführt. Danke, dass du das Gute in mir siehst. Danke, dass ich ein Teil von allem sein darf. Ein Teil von uns. Hör nie auf, an dich und deine Träume zu glauben. Du bist einzigartig. Und wenn du das mal vergisst, werde ich dich daran erinnern. Bin froh, dass wir uns begegnet sind. Es ist schön zu wissen, dass da jemand ist, der gern Zeit mit mir verbringt. Du bist niemals allein, kleiner Frechdachs. Alle deine Briefe enthalten irgendwo das Wort Frechdachs. Ich wünsche dir, dass deine Träume in Erfüllung gehen und du glücklich wirst. Das verdienst du so sehr. Ich bin stolz auf dich. Du schaffst das, das weiß ich. Du darfst nicht mehr gehen, hast du nachts um zwei zu mir gesagt, während ich unter den Decken halb in dich reingekrochen bin. Am liebsten hätte ich mit "Ich gehe nirgendwo hin" geantwortet.
Aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Jetzt aber schon. Du verdienst so viel Gutes auf dieser Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Eines der schönsten Dinge mit dir ist, dass ich sein darf. Ich muss jetzt nicht mehr weglaufen. Da ist jemand, der alles von mir kennenlernen will. Verrückt, aber ich liebe es. Du bist wunderschön. Du bist stark, einfühlsam und liebevoll. Der Weg, den du gehst, ist deiner. Lass dir diesen niemals wegnehmen. Um einen begehbaren Weg zu machen, brauchen wir oft ein wenig Mut. Und wo auch immer unser Weg noch hinführt, du hast diesen Platz bei mir im Herzen. Und der wird auch immer bleiben. Etwas schreiben? Für Katie? Vielleicht ein Märchen? Vor gar nicht allzu langer Zeit. Es hätte gestern gewesen sein können. Wäre es denn der eine Tag vor Weihnachten gewesen, als ein armer Maler einsam zu Hause saß? In seiner Trägheit suchte er etwas, das die traurige Leere, die sein Tag erfüllte, ersetzen könnte. Doch leider kann man Emotionen nicht einfach so austauschen. Zumindest nicht einfach so. Es sei denn, man ist vielleicht im Besitz von zauberhaften Gegenständen, Zaubertränken oder kann sogar selbst Magie erzeugen. Zufälligerweise war dieser arme Maler noch im Besitz eines kleinen, bezaubernden Fläschchens mit Zaubertrank gefüllt. Er selbst war nicht im Wissen, solch einen Trank zu brauen und kannte nur einen, der im Besitz solcher Tränke war. Das sprechende Wiesel gab ihm diesen vor langer Zeit zusammen mit einigen anderen magischen Dingen. Einige von ihnen hatte er bereits einfach so aus Langeweile und Spaß an der Freude verwendet oder einfach so verwendet. So wusste er kaum, was diese magischen Dinge alles bescherten. Vielleicht ging ihm hier und da mal ein kleines Licht auf, wo sonst Schatten fiel. Aber ob er das selbst gewesen war oder doch einer der magischen Dinge, die er vom Wiesel erhielt, wusste wahrscheinlich nicht einmal dieses. Der arme Maler müsste es, wenn er wollte, selbst herausfinden. Oder lieber doch nicht. Wie soll ich sagen? Was soll ich schreiben? Soll ich anfangen, wie alles begann? Schreiben, wie es war, als ich dein erstes TikTok sah? Oder mittendrin? Was ist erwähnenswert? Düsseldorf. Das erste Mal gesehen. An mir vorbeigerannt, eifrig am Sticker verteilen. Erst nach 2 Stunden wiedergesehen. So sieht man sich. Fritzler nach Köln. Ich kann dich mitnehmen. Ein Wort, dem man vertrauen kann. München. Bei so etwas Wichtigem ruf an. Worte, die einen wertschätzen. Musste mich erst überwinden nach München. So weit weg. Erst vor kurzem aufgenommen, als ich feststeckte. Das Vertrauen zu solch großer Tat war bereits da. Daher habe ich nur geschrieben. Denn wollte ich mich selber nicht groß machen. Zur Last fallen. Doch Stunden später erhielt ich mit Schnapsintus die Nachricht, ich fahr euch entgegen. Ein Tee, geschmierte Brote, Milch mit Honig und ein Bett. Was soll ich sagen? Ich hatte mir schon ausgemalt, draußen zu schlafen. Und nein, das hätte nicht jeder getan. Sonst, wenn jeder das getan hätte, ginge es allen gut. Und wir hätten Frieden auf der Welt. Danke nochmal. Davor und dazwischen gibt es ein paar Lücken. Die Zeit war ein bisschen verrückt. Man könnte sagen, das Timing war schlecht. Doch sowas habe ich noch nie erlebt. Wie auf den CSDs. Hätte es nie gedacht. Dachte nur, ich sehe mir das Ganze mal an. Und schon war ich darin gefangen. All die ganzen Videos, die ich sah. So viele Gesichter wechseln im Sekundentakt. Warum erkenne ich sie meist besser als eine meiner Freunde, die ich noch von früher kenne? Vielleicht liegt es an dem Rahmen, den ich in meinen Händen trage. Er verrät mir jedes Mal ihren Namen und das Wegsehen fällt mir schwer. Das klingt irgendwie sehr traurig. Schön zu wissen, dass es auch anders sein kann, wenn man wieder ein Stück mehr sein Leben lebt. Du warst eins von den Gesichtern, die ich erst lange zuvor in meinen Händen gehalten habe. Nur für kurze Momente im ständigen Wechsel andere Menschen, die sich mir zeigen wollten. Immer mehr Menschen zeigen ihr Gesicht und wollen gesehen und gehört werden, weil sie alle was zu sagen haben. So wie du. Manche Menschen bringen mich zum Lachen, manche zum Weinen, manche zum Nachdenken und manche machen mich einfach nur wütend. Nur wenige schaffen es, verschiedene Emotionen auszulösen, Themen anzusprechen, die bewegend sind und bewegen, etwas Gutes zu tun. Liebe dazulassen
Und das nicht einfach so, sondern weil man weiß, für was man es tut. Du schaffst es, genau das im Gesamtbild deiner Öffentlichkeit. Du schaffst es, verschiedene Emotionen anzusprechen, verschiedene Themen hervorzuheben. Von Herzen. Ein guter Mensch zu sein. Ein Funke in der Nacht, ein Ferner entfacht. Den Wind hast du gebracht, ganz sacht. Grad so, dass es reicht, hell zu leuchten und gemäßigt zu wachsen. Mit der Aussicht, selbst zu entfachen. Diese Gabe haben nur wenige und du bist einer von ihnen. Du hast die Kraft dazu. Und wenn du sie zeigst, kannst du vieles bewegen. Ich wünsche dir, dass du für dich genauso da sein kannst wie für andere. Das wünsche ich mir auch. Wie geht das? Wie geht das? Wieso kann ich immer Tipps geben, aber meine eigenen Tipps nicht verfolgen? Was ist denn los? Wenn dir geholfen ist, ist auch vielen anderen geholfen. Und ich weiß, du bist auf dem besten Weg zu erreichen, wonach du strebst. Egal, worum es geht. Ich will mir nicht rausnehmen zu sagen, wie du es schaffst. Ich sehe die Stärke, den Willen, die Leidenschaft in dir, die dich vorantreibt, um es zu schaffen. Ich dachte daran, alles zu verwerfen. Doch was habe ich zu verbergen? Der Reim ist Lel. Lel? Das meine ich aber nicht negativ, sondern deine Vergangenheit, die nicht einfach war, hat dich so gemacht. Denn die Vergangenheit, die nicht einfach war, hat dich so gebogen. Aber das musst du dir eingestehen. Du hast dich nie unterkriegen lassen und kämpfst immer weiter. Weil du siehst, es kann besser werden. Sieh, wie weit du schon gekommen bist. Vom Nobody. Mit angeschlagener Psyche. Zu einer Person, die weiß, wer sie ist. Ihr Label gefunden hat, vieles überstanden hat. Und mit Recht sagen kann, dass sie Leute hinter sich stehen hat. Denn du bist kein Nobody. Du bist Katie Peters, Katie in Frame, ein Model, Streamer, Influencer und Schauspielerin, die sich eine Community aufgebaut hat. Ein Safe Space für viele. Du hast so viel aufgebaut in den letzten Jahren. Und vor allem im letzten. Sei es YouTube, TikTok, Instagram oder Twitch. Und das soll erstmal jemand nachmachen. Da soll mal einer sagen, das ist keine Arbeit und du sitzt nur am PC und redest vor der Kamera. Nein, du arbeitest. Lass dir nichts von irgendwelchen Hatern sagen. Die sind nur neidisch und unzufrieden mit sich selbst. Klar. Du hast auch Momente, wo man den Hate zu nah ranlässt und die Selbstzweifel zu groß werden. Aber genau dann hast du uns, deine Community, deine Freunde, deine Admins und Mods und auch die Stimmen im Kopf, die sagen, du bist genug, du bist wertvoll. Du machst das super. Und daran erinnern wir dich gerne jeden Tag aufs Neue. Du machst so viel und glaubst an deine Träume und arbeitest jeden Tag daran, sie zu erreichen. Und du wirst sie erreichen, da bin ich mir sicher. Denn solch ein Einsatz muss sich irgendwann bezahlt machen. Und bis dahin werde ich versuchen, dich dabei zu unterstützen, denn solch ein Ehrgeiz hat das verdient. Aber bitte, pass auf dich auf und übernimm dich nicht. Du machst viel, aber bitte mach nicht zu viel und höre auf deinen Körper, wenn er dir ein Zeichen für eine Pause gibt. Nimm dir diese Pausen. Ich weiß, es ist dein Einkommen, was darunter leidet und weswegen du dich stresst, wenn du mal nicht streamen kannst. Aber mit welchem Preis möchtest du zahlen? Deiner Gesundheit? Mann, ich möchte doch einfach nur, dass es endlich funktioniert. Wenn ich einfach erfolgreicher wäre. Ich muss ja nicht Fame sein, aber so erfolgreich, dass ich vom Social Media leben könnte. Würde ich mich auch nicht so stressen, wenn ich wüsste, die Zuschauer kommen auch wieder, wenn ich mal weg bin. Ich habe einfach keine Energie mehr. Ich habe keine Geduld mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche eine Pause. Aber ich weiß, ich kann sie mir nicht nehmen, weil ihr dann einfach weg seid, weil der Algorithmus mich nicht genug will, weil ihr mich nicht genug wollt, weil ich anscheinend nicht genug bin, anscheinend nicht lustig genug, interessant genug, keine Ahnung. Das ist einfach scheiße schwer, Träume zu haben. Deswegen traut sich niemand. Ihr sagt alle, ja, so ein Leben will ich auch haben. Fuck off. Du traust dich nicht. Du weißt, es ist hart. Du weißt, es ist extrem hart und deswegen tust du es nicht. Du weißt, es ist leichter, wenn man zu Aldi geht und da arbeitet oder im Corona-Testzentrum oder was weiß ich, eine normale Ausbildung macht. Wenn es so leicht wäre, würdest du das machen, aber du traust dich nicht. Und deswegen hört auf, mich fertig zu machen. Denn ihr wisst gar nicht, wie
schwimmen, wie schwer es wirklich ist. Dann sei dir darüber bewusst, deine Freunde Edmunds Mods. Wir sind da und helfen dir. Bauen dich auf und unterstützen dich. Lassen niemand an dich ran. Bilden eine Schutzmauer. Helfen dir. Zusammen werden wir scheinen in der Zukunft. Lasst uns alle scheinen. Lasst uns alle, wenn wir alle kleine Lichter sind, ergeben wir zusammen ein Universum von Leuchten. Leuchtendem Feuer. Ich glaube, manchmal ist dir nicht bewusst, was du uns bedeutest und welchen Einfluss du auf die Menschen in deiner Community hast. Dein Wissen über Themen wie Mental Health, LGBTQ, Mobbing ist für viele ein Grund, deine Videos zu schauen. Vermittelst die Dinge so gut mit deinen eigenen Erfahrungen, aber nicht langweilig, sondern mit der richtigen Mischung aus Ernst und Spaß. Du klärst auf, hörst zu, sagst deine Meinung. Und das machst du auf eine klare, durchdachte, ehrliche und direkte Weise. Und manchmal braucht man diese konstruktive Kritik auch. Und genau dann hast du die richtigen Worte bereit. Andererseits fragst du uns auch, wie es uns geht. Hast ein offenes Ohr für unsere Probleme und gibst Rat. Oder du bist einfach nur da, präsent. Du bist zu einem festen Teil unseres Alltags geworden. Und genau aus diesem Grund folgen dir viele Menschen. Du, deine Art, deine Persönlichkeit sind für viele ein Safe Space. Deine Streams sind für viele eine Ausflucht aus dem harten Alltag. Bei dir hat man die Möglichkeit, einfach deiner Stimme beim Vorlesen oder Reden zuzuhören, dabei runterzukommen und zu schlafen. Du sprichst vor allem beim Vorlesen das innere Kind eines jeden Menschen an, das in manchen Fällen sonst zu kurz kommt. Du zeigst, dass du auch nur ein Mensch bist, Fehler machst, aber trotzdem liebevoll und liebenswert bist. Und wertvoll. Und du brauchst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du mal nicht streamst. Denn an erster Stelle stehst du und deine Gesundheit. Danach kommt der Rest der Welt. Durch deine vielen Seiten auf Social Media können durch dich so viele neue Bekanntschaften entstehen. Man findet Leute, die dieselben Ansichten haben. Und Safe Space wird bei dir groß geschrieben. Du gibst uns einen sicheren Platz für unsere Gedanken über LGBTQ und Mental Health. Die Möglichkeit eines Fantreffens ist eine tolle Idee. Da lernt man sich nochmal besser kennen. Und dass du dir die Arbeit machst, uns so viel Content zu machen, ist einfach bewundernswert. Du cuttest, filmst und, nur damit wir etwas zum Anschauen haben. Und noch dazu, ist dein Content überhaupt nicht schlecht? Mein Content ist gut. Nicht schlecht. Du investierst Zeit, Geld und Energie dafür, dass es gut ist. Bist ein bisschen Perfektionist und möchtest nur das Beste raushauen. Dein Content ist breit gefächert und das mach dich zu dem, wer du bist. Du lässt wenig aus, um an dein Ziel zu kommen. Props to you for that. Ich bin stolz, ein Teil des Teams sein zu dürfen, dass ich als Mod, Follower, Admin und Mensch dabei sein kann. Klar bin ich auch nicht perfekt und mach Fehler, aber du korrigierst und weist darauf hin und hilfst mir dabei, besser zu werden. Tja, ich bin halt eine ehrliche Bitch, ne? Ich mache das verdammt gerne, auch wenn es manchmal anders rüberkommt, aber ich mache es total gerne. Und ich werde dir auch sofort sagen, wenn es mir zu viel ist. Mach dir darüber keinen Kopf. Ich passe auf mich auf. Ja, das ist sehr wichtig, dass ihr mir sagt, wenn es zu viel wird. Du denkst vielleicht manchmal, du gibst mir uns zu wenig zurück, aber dem ist nicht so. Die Gespräche, die Streams, die Videos, deine Zeit, die uns gibst, ist schon genug. Materielles ist mir im Moment nicht so wichtig. Du brauchst es eher. Das T-Shirt war der Hit und die lieben Worte dazu auch. Ich genieße sehr die Late-Night-Deep-Talks, alles im Stream oder auch ganz privat im Discord-Server. Es tut einfach gut. Selbst wenn wir uns gegenseitig anschweigen und einfach unser Zeug machen. Es ist die Zeit, die wir gemeinsam erleben und nicht alleine sind. Gemeinsam sind wir stark. Das erste Treffen mit dir war in München. War alles in allem der Hammer. Klar gab es mal ein, zwei Dispute, aber egal, das haben wir geklärt. Es war irgendwie weird, dich in Person zu sehen, so zum Zeitpunkt noch eher als Zuschauer oder Fan, der ein bisschen was für dich macht. Und dann auch noch im selben Hotelzimmer, im selben Bett. Das zeigt, wie sehr du mir vertraust. Seitdem übernehme ich immer mehr Dinge, die du mir anvertraust. Das stärkt mich, denn ich bin so, wie ich bin und werde wertgeschätzt. So eine Erfahrung machen zu dürfen, danke. Ich hoffe natürlich, dass das Treffen im Dezember klappt. Würde mich sehr freuen. Es hat geklappt und es war so schön. Es war so schön, dass ihr alle da wart. Allgemein denke ich manchmal, wo würde ich jetzt stehen, wenn ich dich nicht gefunden hätte? Denn du hast mir mit deiner Präsenz aus einer Phase meines Lebens geholfen. Klar, bin ich nicht komplett gesund, aber ihr helft mir unbewusst dabei. Durch dich habe ich mit dir drei super liebe Menschen gefunden. Ich genieße euch als meine Freunde zu haben. XY hätte ich nie kennengelernt, wenn es dich nicht gäbe. Genauso wie Z. Sie habe ich auch nur durch dich kennenlernen dürfen. Dafür
bin ich dir sehr dankbar. Und ich hoffe, diese Freundschaft besteht noch lange. Ihr tut mir gut. Ihr seid für mich da und ich für euch. Danke für die wundervollen Menschen, die ich durch dich gefunden habe. So viel wollte ich eigentlich nicht schreiben. Mist. Mist. Dabei habe ich gefühlt viel gesagt und trotzdem wenig. Aber ich tue mir schwer, über meine Gedanken zu schreiben. Selbst meine Ex hat nie einen Brief bekommen. Also fühl dich geehrt. Hihihi. Scherz. Zum Schluss, und ich möchte, dass ihr das jetzt alle auch sagt, okay? Sprecht alle mit mir mit. Du bist wertvoll. Du bist liebenswert. Glaub an dich. Glaub an deine Träume. Bleib so, wie du bist. Verändere dich nicht für andere. Du bist genug. Du wirst, bist erfolgreich. Du bist schön. Liebe dein inneres Kind. Du bist sympathisch. Du bist charmant. PS, ich hoffe, das war jetzt nicht zu übertrieben. Danke für alles. Mit vielen lieben Grüßen. Ich sende dir ganz viel Liebe und wünsche dir alles, was du dir erträumst. Liebe Grüße, Y. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und ich hoffe, die Briefe sind euch ein bisschen ans Herz gewachsen, so wie mir. Ich danke jedem Einzelnen, der mir einen Brief schickt, und wenn ihr mir auch einen Brief schicken wollt, ich schreibe mal gleich eine Nachricht mit der Adresse in den Chat, in die Kommentare. Und ja, danke, dass es euch gibt. Danke für die gemeinsame Zeit. Ich hab euch ganz doll lieb. Folgt mir sehr gerne, wenn ihr öfter dabei sein wollt. Ich bin auf Instagram, Twitch, auf YouTube, auf TikTok, auf Spotify. Ich heiße überall katienframe-de. Und ich bin auf eure Unterstützung angewiesen. Also teilt mich mit Freunden, kommentiert, lasst Liebe da. Ich hab euch ganz doll lieb. Passt alle auf euch auf. Bleibt gesund. Ich küsse euer Herz. Und bis zum nächsten Mal, meine süßen Hasen.